Ja, Afrika willkommen. Würde ich doch jetzt mal sagen, ich habe jetzt alles erlebt, gemacht. Erlebt, ja. Eine Sekunde, meine Maus spinnt. Ach komm, sag mir nicht, dass meine Maus schon wieder spinnt. Na, jetzt geht's wieder. Okay, weil ich habe jetzt meine normale Maus dran. Und ja. So, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Einmal mit Keiler. Jetzt bewegt sich die Maus schon wieder nicht. Was ist denn jetzt los? Einmal mit Keiler und einmal mit dem Heini hier zu fahren. Willkommen auf der Sturmruh. Und Ich muss nach Af. das hier ist ein Schiff der Flotte. Willkommen auf. Was ist deine Auf. Ich bin der Kapitän. Sie ist das Flaggschiff. Unsere Flotte. Ich muss nach Af. Das hier ist ein Schiff. Okay, so funktioniert's nicht. Das funktioniert auch nicht. Dann frage ich mich doch, wie ich mit diesem Schiff fahren soll, wenn der es gar nicht zulässt. Wenn der sagt, ja, ich bin kein Auftragsschifffahrtsteil, dann muss ich ja theoretisch mit Keiler fahren. Also von daher ist das ja jetzt ein bisschen Larifari, was die da erzählt haben. Ja, wie sollte ich denn da fahren? Ich bräuchte ja einen Auftrag vom Dogen und den habe ich ja nicht. Na gut. Och komm. So, jetzt reicht's mir. Sekunde. Ich stecke jetzt einfach mal die andere Maus rein. Das sollte dann hoffentlich besser gehen. Eine Sekunde. Ich habe gedacht, es wird so gehen, weil ich habe auch während dem Spielen die ganze Zeit hat es funktioniert. Es hat sogar bestens funktioniert, wirklich ohne Probleme. Aber gut, dann wohl jetzt nicht mehr. Jetzt kriegt er. Gut, ich höre deine. Sie haben mich gezogen. Sie haben ein. Du hättest ja. Ich schwöre dir. Ich werde es dir. Hab Dank. Treib dich. Ich muss nach. Nun. Jetzt ist die Zeit, meine Schuld zu begleichen. Ich werde dich begleiten und zu dem Land meiner Väter führen. Ja. Damit du tun kannst, was getan werden muss. Das ist Akim, den ich eigentlich treffen soll. Um ihm die Botschaft zu geben. So. Jetzt stimmt, da kommt noch der Überfall zwischendurch. Diese Schiffe sehen so falsch aus, das ist unglaublich. Aber, ja gut. Vor allem sind alle Segel eingeholt. Naja. Gut, was ist das jetzt? Yuma Stammesland. Wir warten hier auf deine Rückkehr. Jetzt, wo ich mehr über dich weiß, wünsche ich dir. Nimm das. Ja, na. Warte mal, stand da nicht was von Kiste? Sekunde, irgendwas war doch mit einer Kiste hier, oder? Ich dachte, wir wären hinten gewesen. Nichts mit Kiste. Kiste? Kiste? War da irgendwas mit einer Kiste? Viel erkenne ich hier wieder mal nicht, aber da ist nichts mit der Kiste. Fertig aus. Achso, stimmt. Das ist das einzige Schiff, was da keine Leiter hat. So dass du wieder hier rum zurück musst, aber ja gut. Kiste, Kiste, Kiste. Das verfluchte Land ist von Dunkelheit um. Akbar, nicht Akim. Ja gut, den anderen Kerl, den treffe ich dann wohl noch. Schön durch den Pfosten gehüpft, Junge. Nein! Tja,
schon interessant, dass das Ding Feuer fängt, komplett auf dem Deck explodiert und das während der ganzen Zeit nicht bemerkt wird, weil das ja doch ein bisschen... Also, dass wir kommen. Das wird alles schwieriger machen. Du besitzt dich... Obwohl ich weiß, dass du es... Komm schon, los, auf geht's. Hopp, hopp, hopp. Du hast nicht die Macht! Nein, du hast sie nicht! Halt die Klappe, Verrückter. Auch wenn du nichts mehr erzählst, wenn du als verrückt bezeichnet wirst, aber das ist mir ziemlich gleich. Achso, ich habe neue Waffen. Einmal das Katana und einmal diese wunderschöne Axt. Jetzt kommen ja unsere Höhlenmonster hier. Ich habe schon eins davon erledigt mit dem Katana und das ging so schnell, ich war selbst überrascht. Sekunde. Ach ja, ich bin halb tot, das sollte ich noch dazu sagen. Jetzt bin ich ganz tot. Aber das ist kein Problem. Und so schnell verdient man 200 Erfahrungspunkte. Ist eigentlich echt erstaunlich, dass das so schnell funktioniert, aber auch, weißt du, hier, das ist... Und jetzt der letzte Schlagkampf damit. Dann steigt mein Schattenwert, wie auch immer, und auch mein Level steigt. Okay, 312 Leben habe ich mittlerweile. Ist ja schon mal nicht schlecht. Ich hatte jetzt gelesen, dass der irgendwo an irgendeinem Portal steht. Ob ich da ganz Afrika durchspielen muss? Weiß ich gar nicht. Irgendwo nachts würde der vor irgendeinem Haus stehen. Ich könnte hier einfach mal den... Na, eins an den Aufträge. Ah, da. Akbar. Ja. Auf der Karte nicht zu sehen. Warte, musste ich nicht hier in diesen Baum? Um das Ganze abzukürzen, natürlich. Ansonsten könnte ich noch überall rumrennen, die Höhlen suchen und so weiter. Das würde natürlich aber länger dauern. Um einiges länger. Lustiger Move. Einfach so. Umgucken, umgucken. Voll erstaunt. Da ist die Prinzessin. So, eine Sekunde. Gut, Jumastiger Einschub. Und Jumakrieger 2 ist tot. Ja, das reicht schon. So, Jungs. Warte mal. Er wollte zu mir. Okay, ich würde jetzt sagen, ich gehe mal auf. Ups, das wollte ich eigentlich gar nicht. Eigentlich. Ach, kannst du mal hier aufhören mit dem Kram? Eigentlich wollte ich hier hin. So, der hat ja schon ein bisschen Leben verloren durch meine Zauberei. Oh, ich habe mich... ich habe ein wenig geschummelt. Sehr interessant. Ja, normal müsste doch der andere Kerl da sein. So, ihr lieben Yuma-Krieger. Yuma-Suma. Oh, die auch noch. Wird ja echt lustig jetzt. Hey, jetzt kommen sie alle an. Okay. Dann hoffe ich doch mal, dass mein Plan aufgeht, wenn ich... Ah, knapp daneben ist auch vorbei. Und... Das müsste... Das hat jetzt ein paar Leute umgebracht. Sehr schön. Genau wie nach Plan.
ne? Mit gut, ein bisschen Einsatz von Leben und einer Menge Toten ging das schnell. Muss man echt sagen. Ne? Haben wir hier nichts mehr, was wir einsammeln können. Schade. Oh, da ist ja noch einer. Ja, eine Sekunde. Schon wieder. Wie soll ich den denn bitte besiegen, wenn er mich jedes Mal, wenn er bei mir in der Nähe ist, umrennt? Ach so. Gut. Monster erledigt und ausgenommen, bevor es auf den Boden gefallen ist. Hm. Okay, der will also nicht. Dann will eben der andere. So einfach lassen sich hier Punkte verdienen. Das Problem ist jetzt, glaube ich, ich müsste irgendwie... Moment, kam ich da nicht her? Genau. Gute Frage, wo muss ich hin? Muss ich den... Erst die Prinzessin besiegen, das wäre natürlich... Das wäre natürlich echt nervig. Ich meine, da kommt man nach Afrika und denkt, man kann dann schnell mal den Auftrag erledigen. Oh, schade, ich dachte, ich hätte noch ein paar Lebenspunkte übrig gelassen für... Meine Mondklinge aber anscheinend nicht. Tja. Boah, was muss ich nochmal machen, um die... Na, ich glaube, ich muss dieses Tor finden und dann... Oh nein, oder? Ich muss doch nicht etwa jetzt die... Engels Statue wieder zusammensetzen, um den Bandfluch aufzuheben oder sowas. Hm. Okay, mit nahezu null Leben. Das müsste mich eigentlich innerhalb der nächsten... Sekunden, Minuten das Gift umnieten, aber das werden wir ja sehen. Vielleicht tut es ja auch einer von den Kerlen. Ah, okay, jetzt haben wir uns zumindest mal zum Tor vorgekämpft. Okay, jetzt haben wir schon mal einen Tod mehr übrig. Den wir sterben können. Alles klar. Jetzt wohl noch der letzte hier. Nee, das ist er ja hier. Akbar. Scarlet, alte Höhle, findet, du bist. Und was wird er? Nach dem Mist. Also ist es jetzt wirklich so. Schon. Will nur kurz in die Höhle und den Fluch aufheben. Ja, da liegen Leichen rum und die habe ich eben hinterlassen. Muss mir jetzt noch zeigen, oder wie? Schön, das ist der Baum des Lebens, der irgendwie am Verrecken ist. Ist mir auch klar. Hübscher Baum, ja. Okay. So viel dann zur schnellen Erfüllung des Botenganges, den die ich da geplant hatte. Ja, wie gesagt, ich hätte es jetzt gern schneller gelöst gehabt. Einfach hin, dem den Brief geben oder nicht.
Und dann war's das. Aber anscheinend... Nee, Moment. Ich glaube, ich muss hier entlang, oder?